Krambacher. Wir sind unterwegs. Mal wieder. Die Chiquita. Bonita. Und wir hauen uns jetzt den Magen voll. Wir essen beide einen Döner mit Schweinefleisch. Hä, was erzählst du da? Ich habe gar keinen Döner. Das ist ihrer. Ich habe meinen schon gegessen, weil ich hatte voll Hunger. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist mein Geburtstag. Mein Geburtstag. Erzähl doch nicht so einen Scheiß. Deswegen sind wir heute hier am Rhein, denn hier ist irgendeine Überraschung für mich. Und ich weiß noch gar nicht, worum es geht, aber ich vermute, ich kriege heute ein Schiff geschenkt. Ja, ich denke, ich kriege heute ein Schiff geschenkt. Und das wäre richtig cool. Kriege ich ein Schiff von dir? Willst du da jetzt drauf? Rüber. Wie soll ich denn hier drauf kommen? Nee, das filmst du jetzt aber nicht. Ja, also, heute ist mein B-Day. B-Birthday. Ja. Ja, wir lassen jetzt heute so ein bisschen Abend ausklingen. Tun irgendwo was essen, ein bisschen da am Rhein chillen. Ich muss die Tüte wegtun, das tut wahrscheinlich so. So. Und ja, was sagen Sie dazu? War ein cooler Tag Nein. bisher. Herzlichen Glück. Nee, alles Gute für dich. Nee, ich singe nicht. Alles für dich heute. Gut. Wieso denn nicht? Du hast gar nicht Geburtstag. Du hattest doch schon vor ein paar Monaten. Ist das nicht frech? Das ist gemein. Ne? So jemanden wünscht man sich ja nicht als Freundin. Egal, ich weiß, es ist traurig, aber ich muss mir selber singen. Alles Gute für mich. Alles Gute. Ich bin mein einzigster Freund. Alles Gute für mich. So, kommst du hier rüber? So, okay. Ich lass dich wieder mein Intro machen. Na, kannst du. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind heute wieder an dieser verlassenen Villa. Da war ich ja schon mal vor anderthalb Jahren ungefähr. Also es ist heute ein Revisit zusammen mit dem Silas. Schaut unbedingt mal auf seinem Kanal vorbei. Findet ihr in der Infobox. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt. Viel Spaß beim Video. Ja, hallo meine Lieben. Ja, weil andere Leute dabei waren, habe ich es natürlich überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt, dort zu filmen oder ein richtiges Intro zu machen, Outro. Deswegen erkläre ich euch, was da genau war. Und zwar hat die liebe Chiquita ein Fernsehinterview mit dem WDR gehabt und hat mich als Begleitung mitgenommen. Und dann wurden wir hier bei dieser Villa, die bei uns hier in der Nähe ist und auch sehr bekannt ist, vielleicht kennt sie sogar einer von euch, interviewt und begleitet. Und die Sachen, die ich da gefilmt habe, das ist tatsächlich alles, was ich den ganzen Tag über gefilmt habe, weil ich fühle mich immer ziemlich unwohl, wenn fremde Menschen dabei sind und dann auch noch quasi mich filmen. Das Kamerateam ist uns da hinterhergelaufen und das war so komisch und kurios für mich, dass ich da nicht wirklich viel aufgenommen habe. Wollte es euch aber trotzdem zeigen, also viel Spaß damit. Stell dir vor, du bist ein Dressurpferd. Und erzählt, habt ihr was gefunden? Nein. Wir kamen leider nicht rein. Es gibt heute keinen Zugang hier. Sorry. Oh, ich hoffe, mein Piercing ist auch die ganze Zeit richtig. Alles, was für mich am wichtigsten ist, also alles das, was ich ja am schnellsten brauche, da habe ich zum einen hier einen Pfefferspray. Dann habe ich hier eine neue Taschenlampe drin. Die Astrolux ja, MM im Baum. Na, danke, stopp mal. Super, danke. Das ist total komisch irgendwie, ne? Das ist auf jeden Fall so ganz anders als du sonst. Ja, ich weiß, das ist halt ein Fernsehbeitrag. Hallo, meine lieben Kamikaze-Enten. Wir waren ja heute hier ein Interview mit dem WDR machen. Hier werden im Moment die Daten auf dem PC gezogen. Die Kameraleute haben ihre Kamera verpackt. Das Interview so an sich war ziemlich cool und auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Allerdings waren wir irgendwie ganz anders als wie in unseren YouTube-Videos. Das ist eigentlich ganz lustig gewesen. Und gemacht haben wir das Ganze an der Location hier. Ah, ich verlinke euch das Video am Ende. Könnt ihr euch mal angucken, welche Location das war.
Und ja.